und herzlich willkommen zu einem C64 Retro angespielt. Ja, heute wird G.I. Joe, a real American hero aus dem Hause Epix, gespielt, herausgegeben im Jahr 1985. Ein Spiel, was ich zu seiner damaligen Zeit sehr gerne gespielt habe, vor allen Dingen im Multiplayer. Die Geschichte ist kurz erklärt, G.I. Joe gegen die Organisation Cobra, und es gibt sowohl die Möglichkeit im Fernkampf, also mit Panzern, Flugzeugen, Hubschraubern und Jeeps zu kämpfen, oder auch im Nahkampf in verschiedenen Locations. Ja, wir befinden uns hier auf der Weltkarte. Da gibt es immer verschiedene Events, die überall her verteilt sind. Und da gibt es einmal diese Symbole hier, die den Fernkampf oder mit Panzern, Flugzeugen, Hubschraubern und Jeeps bestreitbare Events, die durch diese Kreise angezeigt werden. Und einmal diese Sterne, will ich mal sagen, wo es in den Nahkampf dann jeweils geht. War eigentlich mein Favorite. Ich habe fast nur das gespielt. Und wie gesagt, im Multiplayer gegen einen Freund am gleichen C64. Und damit möchte ich hier auch mal anfangen. Mit Original-Ladezeiten übrigens, die ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rauskürzen werde. Schauen wir mal. So, die Location, die ist immer zufällig festgelegt. Hier unten sehen wir eine Stadt, wenn ich sie richtig im Gedächtnis habe. Konnte jetzt entweder der zweite Spieler hier einsteigen, eben indem er den Joystick am zweiten Joystick-Port benutzt hat und sich hier einen Protagonisten ausgewählt hat. Es ist so, dass diese unterschiedliche Schnelligkeit haben, unterschiedliche Waffen und unterschiedliche Energielevel auch haben. Und in der Regel ist das so, wenn die Waffe stärker ist, dann dauert es länger, bis sie sich wieder auflädt und man erneut feuern kann. Und zusätzlich gibt es in diesen verschiedenen Locations auch noch NPC-Gegner, die sich zum Teil ein bisschen manipulieren lassen. Kommen wir aber nochmal dazu. Und wenn man das Ganze hier alleine spielt mit seinem Joystick in Port 1, bewegt man einfach den Mausknüppel in irgendeine Richtung und bekommt dann einen Gegner zufällig ausgewählt, Zartan. Man sieht leider nicht, mit welchen Eigenschaften diese ausgestattet sind. Da muss man dann im Laufe des Spiels einfach mal ausprobieren und selber drauf kommen. So, und ich kann mir jetzt hier frei zwischen, und das ist eine ganze Menge für die damalige Zeit, zwischen 12 verschiedenen Protagonisten einen auswählen. Wenn ich gewinne, ist gut. Wenn ich verliere, ist diese Figur sozusagen aus dem Rennen. Und ich würde jetzt hier einfach mal, mit wem fange ich denn mal an? Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich damals besonders gern gespielt habe. Ich glaube, Snake Eyes war dabei. Bei Duke bin ich mir hier gar nicht mehr so sicher. Hier der Blowtorch hat einen Flammenwerfer. Bei den anderen weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube, Torpedo, der hatte eine relativ schnelle Waffe. Naja, gucken wir einfach mal. Ich nehme mal Torpedo.
Ja, Turn the Disc Over. Machen wir natürlich. Die Diskette umdrehen. Yo Joe, ich habe es erfolgreich geschafft, die Diskette umzudrehen. Ja, auch damals gar nicht so selbstverständlich. Soweit ich weiß, eins der ersten Spiele, das einen animierten Ladebildschirm hatte. Und wenn man das nur oft genug gesehen hatte, wusste man genau, wie weit dieses Fahrzeug da fährt und an welcher Pixelstelle genau die Ladezeit zu Ende war. Wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, fährt das hier sogar mehrfach raus. Das ist ja hier ja der Truppentransporter, will ich mal sagen. Und irgendwann geht es dann unvermittelt los. Es dürfte nicht mehr allzu lang dauern. So, ich bin der Weiße hier, der Roboter ist manipulierbar. So, bin ich schon getroffen worden. Das geht schon nicht so gut los. Der Roboter darf mich nicht erwischen. Ich kann ihn anschießen. Dann macht er sich auf Richtung Gegner unterwegs und wird jedes Mal schneller, wenn man ihn anschießt. So, ich habe übrigens so einen Competition Pro Nachbau dran, mit dem ich gerade spiele. Der ist ein bisschen kleiner als das Original und gar nicht mal so gut zu bedienen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das damals so auf dem C64 alles ein bisschen geschmeidiger war. Aber das Original-Feeling ist auf jeden Fall da. So, ich will mal nicht zu viel quatschen, weil ich möchte ja gerne auch gewinnen, wenn es geht. Na? Nicht erwischt. Aufpassen, dass mich der Roboter nicht erwischt. Ich meine, man hätte 2 Leben pro Runde. Links oben ist Energieanzeige, da die Punkte da drunter sind die Nachladezeit der Waffen. Ich glaube, wenn es allzu lang dauert, beschleunigt das Spiel den NPC hier nochmal zusätzlich. Ja, simples Spielprinzip hat trotzdem für monatelangen Spielspaß gesorgt. So, ich habe eine Runde gewonnen. Ja, der Roboter wird immer schneller. Und er will immer was, immer zu mir. Scheinbar. Was gar nicht mal gut ist. Wird vor allen Dingen immer schneller. So, jetzt wird er wieder langsamer. Hat mich aber schwer verletzt. Ah. Es geht ganz schön auf die Knochen hier. Mit dem Joystick. Man ist das gar nicht mehr so gewohnt. Na komm. Oh Mann, gegen eine Laterne gelaufen und hängen geblieben. Und man sieht auch, der Gegner hat ein bisschen weniger Energie als ich. Wie gesagt, jeder mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Scheinbar ist der Roboter nur hinter mir her. Im Multiplayer ist das nicht der Fall. Wer drauf schießt, sorgt dafür, dass er dem anderen hinterherläuft. Oder es ist abwechselnd, das kann auch sein. So ganz genau weiß ich das nie mehr. So, jetzt wird es aber langsam Zeit.
Ach komm. Erwischt. G.I. Joe gewinnt. Diese Runde zumindest. So, das geht er umdrehen. So, wir müssten dann gleich wieder in die Hauptkarte zurückkommen. Okay, erst nochmal hier Ladebildschirm. Leider nicht animiert. Casio G.I. Joe, you may have beaten us this time, but we are not finished. Jetzt. Cobra Shaw Strike Back. Also Cobra schlägt wieder zurück und gibt sich hier an der Stelle so schnell nicht geschlagen. Okay, und nur um das auch mal zu zeigen, mache ich jetzt natürlich auch mal ein bisschen Fernkampf. Wie gesagt, das hat mir nie so richtig gelegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier richtig sehe bei G.I. Joe oder ob ich das mit einem anderen Spiel verwechsle. Ich meine, man hätte hier den Fernkampf kooperativ gespielt. Zum Beispiel einer fuhr den Panzer, der andere konnte noch die Kanone drehen. Ganz hundertprozentig sicher bin ich mir da aber nicht. Gehen wir doch mal in den Schnee. Fernkampf. Vorteil, wir müssen die Diskette hier nicht umdrehen, weil auf der Diskettenseite, wo gestartet wurde, ist auch der Fernkampf drauf gewesen. Übrigens, Speicherkapazität 150 Kilobyte pro Seite, also 300 Kilobyte. Mehr als viermal den Hauptspeicher, den der C64 damals insgesamt hatte. Wir sehen hier, wir haben gegen Zartan gewonnen. Der ist deswegen hier hinter Gitterstäben. So, ich bewege den Joystick mal wieder in irgendeine Richtung. So, Baroness wäre dann hier meine nächste Gegnerin. So, und da wir hier im Fernkampf sind, haben wir jetzt hier Ace, Steeler, Wild Bill und Klatsch und können entweder hier mit einem Düsenjäger unterwegs sein, mit einem Panzer, mit einem Helikopter oder mit einem Jeep. Ich würde sagen, mal gucken, ob wir uns am Ende alles anschauen. Bin noch nicht ganz sicher, aber ich würde hier mal mit dem Jeep anfangen. Ja, alles für die Zuschauer. Wenn euch das gefällt, Daumen nach oben, Abo und so weiter. Ihr wisst, wo die Knöpfe sind. Vielen Dank. Ich glaube, das war auch relativ unspektakulär, dieser Fernkampf. Man musste nur irgendwie, auch schön gemacht, dass man hier dann die verschiedenen Fahrzeuge sieht, wenn man ein Fluggerät hat. Wird das, glaube ich, oben drüber angezeigt. Man musste eine Reihe von Gebäuden zerstören, aber es ist halt relativ fummelig zu steuern. Ich kann das gar nicht erklären. Also man hat ja nur 8 Richtungen mit einem Digital-Joystick und einen Feuerknopf in aller Regel. Ab und zu hat der C64 auch nochmal die Tastatur mitverwendet. Ich glaube Maus, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals in einem Spiel gespielt habe. Das ist aber eine absolute Ausnahme, wenn eine Maus unterstützt wird. Okay. So, man kann hier durch die Gegend fahren, so ein bisschen lenken, aber das ist dann halt auch hier mit Schrägrichtungen. Ein bisschen rückwärts fahren geht auch. So, schießen. So, wir müssen irgendwie jetzt gegnerische Gebäude suchen. So, hier da. Also, es ist nicht so, dass ich nicht lenken könnte, aber das ist halt echt... So, erwischt er mich. Also ich bin da auch überhaupt nicht gut in diesem Spielteil. Überhaupt nicht. Mal gucken, ob wir nochmal... Ja, aber gut, wir müssen ja im Prinzip ein bisschen noch weiterkämpfen. Ich weiß schon manchmal gar nicht, wo vorne und hinten ist. So, und man kann auch nicht einfach nur in die Richtung schießen. Das Gebäude ist kaputt. Man muss auch noch ganz genau... in der richtigen Entfernung stehen.
Ja, ansonsten geht die Rakete durch. Also bei den Gebäuden ist das ja hier noch kein Problem, aber hier bei diesen... Okay, das hat jetzt zufällig geklappt. Das war aber ein Riesenzufall, dass ich das jetzt hinbekommen habe. Herr Jemine. Echt Glück habe ich gerade, habe ich diesmal. Da gibt es noch verschiedene Geräusche, je nachdem, welche Oberfläche man hier fährt. Ja, das reicht leider noch nicht zum Gewinnen. Ich glaube, gegnerische Fahrzeuge gab es da gar nicht. Na gut, fahren wir noch mal ein bisschen durch die Gegend und gucken mal. Irgendwo muss noch was sein. Aber wo? Ich glaube, die Karte wiederholt sich auch irgendwo. Wenn man am einen Ende rausfährt, kommt man am anderen wieder rein. Ich glaube, eine richtige Kartengrenze gibt es hier nicht. Aber hier verschiedene Geländeeigenschaften. Das hat uns jetzt mal ein bisschen ausgebremst. Da. Klar, gleich zwei Stationen. Ich glaube, die mussten gar nicht mal auf die richtige Entfernung treffen. Das hat noch funktioniert. So, unendlich Munition sei Dank. Echt super fummelig. Kleiner Wermutstropfen. So, hier oben war noch eine Station. Ja, wenn man ganz günstig steht, kann einen der Gegner nicht treffen. Ich habe mehr Glück als Verstand gerade. Keine Ahnung, was ich hier alles noch vernichten muss. Aber da ist noch eine Station, okay. Ja, ein Treffer. So, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Fahrzeug und ich meine dann auch das letzte, was mir hier zur Verfügung steht. Kann ich durchfahren, da hätte ich mich gar nicht bemühen müssen, da immer schön drum rum zu fahren. Aber wo ist der Gegner? Kleines Radar der Minimap wäre nicht schlecht. Okay, hier war ich schon mal. Oder hätte ich einfach nur gerade nach oben fahren müssen und dann kommen die irgendwie nacheinander. Ich weiß es nicht. Okay, hier muss das Ding irgendwo sein. Da oben. Ich stehe in so einem ungünstigen Winkel. Hier dürfte mich das zum Beispiel gar nicht treffen können. Ja, es schießt in meine Richtung, kann aber nur diesen Winkel. Vielleicht kann ich das ausnutzen. Tatsächlich. Das funktioniert.
denn für ein Gebäude? Ach, da ist noch so ein Geschütz. Das ist ein Perzaufwand, wie man hier bei mir in der Gegend sagt. Und dann ist es aber trotzdem mein letztes Fahrzeug. Was ist das da unten? Warte mal. Steuerung. Vielleicht ist es auch doof, dass ich das Gebäude da gerade vernichte. Weiß es nicht. Oder ist es mein Primärziel? Scheinbar nicht. Ach shit! Habe ich verloren, weil ich da nicht hätte drüber fahren dürfen. Ich habe das Gefühl, ich wäre nah dran gewesen. Nah dran. Aber nah dran ist eben nicht genug. Naja, ist nicht schlimm. Es war auch gar nicht mein Anspruch, als ich hier mit dem Spiel angetreten bin, hier die perfekte Nummer abzuliefern und überall zu gewinnen. Ja, Cobras Victorious. Beware, G.I. Joe. Ich glaube, G.I. Joe ist ja auch eine komplette Spielelizenz. Wüsste aber nicht. Ja, Cobra Shall Rule the World. Also mir ist so kein anderes erfolgreiches G.I. Joe-Spiel im Gedächtnis. Und irgendwie, es gibt viele C64-Spiele, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wenn man sich mal so Top 10-Listen anguckt, kommt vieles gar nicht da drin vor. Stattdessen stehen dann so Sachen wie Bubble Bobble auf Platz 1 oder so. Aber gut. Jeder hat ja einen anderen Geschmack oder, wie man hier sagt, jeder Jack ist anders. Gut, ich bin geneigt. Komm, wir machen gleich nochmal Fernkampf, damit ich hier alles mal kurz anreißen kann zumindest. Ich wollte nicht sagen, dann habe ich es hinter mir. Aber im Grunde ist es so. So, Joystick irgendwo hinbewegen. Es bleibt bei Baroness. Möglicherweise so lange, bis ich sie besiegt habe. So, wo sind wir denn? Irgendwo im Waldgebiet. Hubschrauber, Panzer. Wir arbeiten erstmal die Bodenfahrzeuge ab. Also, Panzer. Aber nur um es mal kurz zu zeigen, ne, das sage ich jetzt gleich mal mit dazu, weil vom Spielprinzip habt ihr das gerade gesehen. So, jetzt sehen wir hier natürlich auch den Panzer, ganz schnucklig, dass sogar hier durch Geflimmer irgendwo da simuliert wird, dass die Ketten sich bewegen von dem Panzer. Ich finde die Festung übrigens sehr gut gelungen grafisch. Die G.I. Joe Festung. Müssten uns eigentlich hier wieder mitten in die Landschaft werfen. Genau so ist es. Er fährt sich im Prinzip wie der Jeep. So, jetzt hören wir bei dem Panzer so ein Piepen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch was ansagen soll. Abstand zum Gegner. Das hat man ja jetzt bei dem Jeep nicht gehabt. Auf jeden Fall hört der Panzer sich deutlich weniger nervig an als der Jeep. Und hier im Grün gefällt es mir auch optisch besser als in dem Grau, was wir da vorhin hatten. Also ich mache jetzt hier gar keine langen taktischen Überlegungen. Also es wird jetzt hier in John Rambo-Manier einfach drauf gehalten. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht gut gehen wird.
Ich meine, es hat ja auch irgendwelche Missionsziele gegeben, die werden aber auch nicht so speziell angezeichnet. Wenn man zum Beispiel mit dem Hubschrauber unterwegs ist, dass man nachher nochmal auf einem Flugplatz landet und da irgendwelche Leute rettet. Das ist zum Beispiel eins davon. Vielleicht ist das aber auch nur Kettenquietschen und das hat überhaupt nichts mit irgendeinem Abstand zu tun, was wir hier hören. Das wäre nur schön, wenn wir mal irgendwas zu sehen bekommen würden. Wie gut, dass wir uns hier um Sprit und Munition keine Sorgen machen müssen. Vielleicht gewinnen wir ja ganz ohne Gefecht. Ah, da war was. So, verschießt auch ein bisschen die Munition anders. Und hier ist es komplett gerade raus. Trotzdem muss man genau die richtige Entfernung treffen. Bei dem Jeep war eigentlich ganz gut mit zwei Raketen hintereinander. Man kann ja auch zwei miteinander schießen und man sieht da rechts, na, habt ihr gesehen, mit der Munition. Aber die Raketen, die waren so ein bisschen links-rechts versetzt. Da kommt man ein bisschen anders taktieren. Okay, so auf die Kante schießen funktioniert hier auch. Na komm, dreh dich! Ja, aber bei ihm, er muss die Entfernung nicht einhalten. Habt ihr gesehen, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich muss das. Aber der Gegner muss das nicht. Dann kann man auch rückwärts wegfahren, wie er will, wenn er am Ende noch einen Schuss rausbringt. Muss man leider dran glauben. So, diesmal nirgendwo drüber fahren. Na, jetzt will ich eigentlich nur mal schnell. Na, warte mal, er kann nicht durch den Busch schießen, aber ich schon. Ah, aha. Nicht, dass ich jetzt hier nach Jahrzehnten doch noch die Gewinnertaktik für den Fernkampf hier rausfinde. Das wär's noch. Nichts piept mehr. Rien va plus. Ah, piept noch was. Ich könnte mich ja gerne auch mal in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr früher G.I. Joe gespielt habt und was ihr von dem Spiel so haltet. Oder vielleicht was euer Lieblingsspiel ist oder auf dem C64 vor allen Dingen gewesen ist. Warte mal, da unten war ein Steinhaufen. Okay, Steinhaufen deutet wohl nicht immer darauf hin, dass da Gebäude stehen. Okay, da ist wieder was. Radarstation. Ah, guck mal, ein Kobra. Eine Kobra. Bestimmt hier auch irgendwo noch ein Geschütz. So, die Kobra darf ich wahrscheinlich wieder nicht berühren. Dann geht mein Panzer kaputt. Vielleicht ist das aber auch gar kein Gebäude, sondern einfach nur
So ein Monument, was da? Ein Monument, was in der Landschaft rumsteht. Okay, hier waren wir schon. Jetzt will ich mal gucken, was ist, wenn ich da drüber fahre? Gehe ich nicht kaputt. Das war also nur bei ganz speziellen Gebäuden. Das war auch nicht vorherzusehen, finde ich. Also jetzt in der vorherigen Runde mit dem Jeep. Nicht durch den Busch schießen, aber das nützt mir ja nichts. Naja, ist klar. Cobra gewinnt, ich weiß. Jetzt machen wir aber noch mal, solange meine Finger das noch verkraften hier mit diesem Mini-Joystick hier, auf jeden Fall noch mal ein bisschen Nahkampf. Ohne Gewehr, aber ich kriege das zumindest besser hin. Ja, tatsächlich habe ich das Spiel auch nie durchgespielt. Also zumindest nicht, dass ich wüsste, und habe ganz vor kurzem, ein paar Tage bevor ich dieses Video aufgezeichnet habe, erstmal rausgekriegt, warum ich das nie geschafft habe. Ob fake oder real, weiß ich nicht. Kommen wir aber später nochmal dazu. Ich werde es euch auf jeden Fall verraten. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr mich da an euren Spielerfahrungen teilhaben lasst. So, jetzt aber will ich in den Nahkampf wieder. Ich werde gleich erstmal wieder die Diskette umdrehen müssen. So, Scrap Iron. Ich könnte natürlich mit dem Chef von G.I. Joe antreten. Ich weiß nur nicht, ob das Spiel dann zu Ende ist, wenn man mit dem verliert. Ich könnte es mir vorstellen, bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Also Torpedo hatten wir ja gerade. Soweit ich mich erinnere, habe ich auch mit Snake Eyes gerne gespielt. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der Snowjob hatte der Raketen. Ich weiß es nicht mehr. Wir gucken mal. Also, Snake Eyes. Fragt euch, was er zwischendurch die ganze Zeit lädt, bevor die Aufforderung zum Diskettenwechseln kommt. Es ist die Aufforderung zum Diskettenwechseln, die halt so lange lädt, auch mit der eigenen Melodie dazu. Sehr schön gemacht, finde ich. Vielleicht nicht unbedingt nur für damalige Maßstäbe. Ich finde auch, zumindest dem einen oder anderen Spiel kann man auch heute mal, mit dem einen oder anderen Spiel kann man heute durchaus nochmal eine digitale Runde drehen. Jo, Joe, ich hab's geschafft, die Diskette zu drehen. Ach, wie kann ich diese ganzen kurzen Musikstücke alle komplett auswendig? Ich habe die ersten Takte nach vielen, vielen Jahren kürzlich wieder von dem Spiel gehört und konnte sofort wieder alles auswendig. Nur an welchem Pixel jetzt wo die Ladezeit zu Ende war früher? Das habe ich nicht mehr so ganz drauf. Aber irgendwie musste man sich ja darauf einstellen. Es ging ja dann urplötzlich aus heiterem Himmel los. Ich werde gleich versuchen, ein bisschen weniger zu quatschen, mich stattdessen ein bisschen zu konzentrieren. Wie der Spielablauf ist im Nahkampf, habe ich euch ja schon verraten. Okay, hier haben wir jetzt einen Roboter, der schießt. Oh. Und der, den ich habe, der ist relativ schnell, aber der hat viel weniger Energie als Cobra, seht ihr, ne? Und müsste dementsprechend auch viel öfter hier treffen, weil meine Waffe hier nicht so durchschlagkräftig ist.
Nein! Oh Mann! Ich bin einfach hängen geblieben. Also ich krieg das mit der Steuerung mit dem Joystick gerade nicht gut hin. Muss ich gestehen. Also wirklich nicht gut. Der, den ich früher hatte, war größer. Den hatte man auch anders in der Hand. Und dieser Nachbau, den ich habe, der hat noch, wenn man den Knüppel so richtig umfasst und da die ganze Faust drauflegt, da sind noch Knöpfe, die man da drückt. Also die da unter der Hand sind. Also die Konstruktion ist nicht gut. Ja, manches sind auch Autofeuerfunktionen, die ich aber gar nicht benutzen will. Also dieser Stick hat einfach überflüssige Knöpfe, die ich aus Versehen drücke, wenn ich den Joystick so anfasse, wie ich das gerne machen möchte. Naja. Beschwerden auf hohem Niveau. Ein Treffer noch, dann hat Cobra eine Figur verloren. Das ist ja, wenn die Figur manchmal so hin und her zuppelt, dann habe ich es nicht geschafft, den Joystick richtig zu bedienen. Jetzt komm schon. Ah, da gewinnt Cobra. Wir haben uns. Oh. Ich bin ein bisschen enttäuscht über mich selber. Werde es aber deswegen nicht nochmal neu aufnehmen. Ärgerlich. Vielleicht, ich habe ja auch noch so einen richtigen Adapter und habe auch noch alte Joysticks, richtige. Das ist ja jetzt hier so ein USB Competition Pro. Ich höre irgendwann mal auf, davon zu reden. Der ist von, boah, ich weiß gar nicht, Speedlink, glaube ich. Ich habe ja aber auch einen Adapter für die originalen Joysticks. Und da habe ich noch einen ganzen Haufen von. Und auch wenn die aus meiner Amiga-Sammlung stammen, die meisten Joysticks, der Anschluss war ja der gleiche. So, Diskette wechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Platz auf der Diskette gemangelt hat, aber auf jeden Fall am Hauptspeicher erstmal, dass man das Auswahlmenü und die Karte jetzt hätte, wenn man sie auf beide Seiten gemacht hätte und hätte dann zum Beispiel mehrere Nahkämpfe ineinander gemacht, hätte man nicht so oft die Diskette drehen müssen. Aber das habe ich jetzt gerade so nicht im Kopf. Ich könnte nachgucken, aber ich möchte gerade nicht. Ist nicht so wichtig fürs Spiel. Es war einfach so damals. Ja, Cobra ruled the world. Kommt direkt noch ein Nahkampf. So, Destro. Bekommen wir wenigstens noch mal verschiedene Gegner zu sehen. Das Ganze ist im Schneegebiet. Mal gucken, nicht. Was ist denn, wenn ich den Joystick auf den Tisch stelle? Wird das dann vielleicht besser mit weniger Fingerschmerzen? Nee, dafür ist der Nachbau nicht schwer genug. Der wackelt dann hin und her auf dem Tisch. Das ist auch doof. So, Schnee nehmen wir mal hier. Snowjob. Snowjob, ne? Kein anderer. Glaubt, der war ein bisschen langsamer, hatte eine etwas heftigere Waffe, aber wir probieren das einfach mal. Ich glaube, mir haben mehr die schnelleren gelegen. So, Soundfehler. Das ist kein Absturz. Das kann vorkommen. Je nachdem, was man auch für eine SID-Version hatte oder was für eine C64-Version man hatte. Zumindest habe ich das so im Gedächtnis. Turn the disc over. Jojo. Mm-hmm.
Okay, das ist sogar relativ schnell, was der da verschießt. Aber er läuft langsam. Ich habe auch ein bisschen weniger Energie als Cobra. Die Energie verliert er ja nicht. Das könnte schwierig werden mit der Runde. Bis jetzt hat er mich noch nicht getroffen, oder? Aber man muss die auch genau in der richtigen Höhe treffen. Nicht einfach irgendwo. Das gilt natürlich für mich auch. Also hier scheint mir das Spiel ein bisschen fairer zu sein als im Fernkampf. Er mag auch gar nicht rüberkommen, ja? Soll mir recht sein. Na, jetzt doch. Na komm. Er verursacht deutlich mehr Schaden bei mir als ich bei ihm. Okay, er versucht es außenrum. Na? Der kleine Roboter da. Auch schön die Animation, bewegt den Kopf hin und her, auch die Figur. Okay, da kamen wir beide nicht durch. So, jetzt will er mit der Brechstange. Okay, jetzt hat der NPC-Roboter tatsächlich nur den Popo gerettet. Oh, Mist! Also, ob es mir glaubt oder nicht, ich habe in die richtige Richtung gelenkt, aber das hat von der Reaktion her nicht gepasst. Also, nicht des Spiels, sondern meines Controllers. Oder, Controller. Joystick. Na komm, komm rauf. Komm rauf. Die blöden Bäume. Komm. Jawohl, G.I. Joe gewinnt. Das stimmt mich wieder ein bisschen versöhnlich mit dieser Spielsession. Turn the disc over. Yo Joe. Einfach nochmal. Wenn ich das lese, heutzutage immer Never Go Slow Joe im Kopf. Weiß aber gerade nicht, wo es herkommt. Ich glaube nicht als Ausspruch, sondern als irgendein Spitzname. Ich glaube, das müsste, wenn, aber aus einem Neuzeitspiel sein, wenn es ein Spiel war. Naja, sie verfluchen mich. Ihr mich auch. So, wir haben noch zweimal Fernkampf. Nicht nur hier auf der Karte, sondern zweimal Fernkampf auch noch mit verschiedenen Gerätschaften. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich mir heute nicht
alle Spielfiguren auch mit euch angucke. Sonst wird das Video für meinen Geschmack zumindest einfach zu lang. Ich glaube, das ist schon eins der längsten G.I. Joe-Videos, die ich kenne. So, wer wird's? Firefly. Ich habe tatsächlich an Firefly gedacht. So, dann nehmen wir mal einen Hubschrauber. Wild Bill. Ah, lustig hier da oben hier der Ace mit dem Kampfjet. Das sieht aus wie, war das ein Futurama, wo nachher nur noch die Leute sich die Köpfe in Gläser haben packen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Körper tot, Kopf noch da. Oder wie von einem ganz billigen Science-Fiction-Film, der Helm. So, mal gut gucken, wie gut das hier mit dem Hubschrauber läuft. So, jetzt aber wirklich. Schnellverfahren, Nummer flott zeigen. Den kann man auch so nicht anhalten. Und wenn ich den nach vorne oder hinten ziehe, dann geht der rauf und runter. Also im Prinzip nochmal zusätzliche Spielmechanik. Wird wahrscheinlich. Okay, hier ist die Mechanik so, wenn man weiter runter geht, ist die Reichweite kürzer. Aber er hat mich trotzdem abgeschossen. Also das steuert sich besser, weil man da auch nicht so diese Schrägecken mit dem Joystick ansteuern muss, wie mit dem, weil man im Prinzip hier einfach nur links-rechts steuern muss, wenn man nicht gerade rauf oder runter möchte. Lässt sich das für mein Gefühl besser steuern. Ja, hier ist die Reichweite bis an den Bildschirmrand. Aber trotzdem trifft ein. Ja, egal in welchem Abstand. Also es muss gar nicht zielen. Der Gegner muss gar nicht zielen, sondern einfach nur draufhalten. Ich möchte nochmal betonen, dass ich mir gerade keine große Mühe gebe. Kann ich auch abstürzen? Ja. Das habe ich jetzt auch mal absichtlich ausprobiert. Ganz auf den Boden gehen führt dazu, dass hier gleich Zapfenstreich ist. Jetzt will ich natürlich nochmal gucken, ob es mit dem Flugzeug einen großen Unterschied gab. Also es sollte mal zumindest mal schneller sein. Vielleicht verliere ich ja auch, wenn die alle vier weg sind. Werden wir sehen. Das hatte ich nämlich so nicht mehr im Kopf, wie das aussieht mit Verlieren. Also ganz verlieren das Spiel. Ging das überhaupt? Cobra erobert die Welt. Heute nicht mehr. Das versuchen sie schon seit Jahrzehnten erfolglos. Dann gehen wir doch mal hier, nehmen wir doch mal Australien hier. Man auch hier bei den verschiedenen Bildschirmgrößen noch teilweise so ein bisschen sieht, ist, wie hier mit variabler Zeilenmenge auch umgegangen worden ist. Einfach so, wie es gerade ja für die Auslastung, für Speicher und CPU gepasst hat. Manchmal hat man die zusätzlichen Zeilen verwendet, manchmal eben durch eine einheitliche Bildschirmhintergrundfarbe, das ein bisschen größer aussah. Man hat ja auch am Anfang gesehen, C64 Basic, so dieses Hauptfenster, das ist das, was wir jetzt sehen, war noch ein blauer Rahmen drum, den man noch umfärben konnte. Will jetzt gar nicht, wie gesagt, zu viel von der Technik erzählen, nur für den Fall, dass sich hier jemand mal irgendeine Frage stellen sollte, und ihr könnt natürlich freilich auch Fragen in den Kommentaren stellen oder mal auf Discord vorbeischauen, da würde ich mich sehr drüber freuen. So, wer kommt jetzt? Ich rate mal, Storm Shadow? Na? Nee, die Baroness wieder.
Aber gut, ist in dem Fall jetzt auch egal. Ach, die gehen gar nicht aus dem Rennen, sondern die bleiben. Okay. Das hatte ich so gar nicht mehr im Gedächtnis. Hätten wir auch vorhin schon beim Jeep auffallen können. Egal. Ace mit dem Düsenjet holen wir jetzt nochmal auf den Plan. Oder nein, nicht nochmal, sondern um auch das gesehen zu haben. Ja, das sieht doch schon schnittig aus da oben, oder? Oh. Das ist schnell. Soll das so schnell sein? Okay. Oh, das ist ja heftig. In der Wüste, Kakteen. Boah, das wackelt aber. Wie ein Hundeschweif. Ja, das kannst du völlig machen. Das kannst du mal ganz vergessen. Aber ich habe die freie Wahl, welches Fahrer oder Flugzeug ich nehme. Ja, das war kurzer Prozess. Dabei war das noch nicht mal absichtlich selbstmörderisch. Okay. Das Thema Fernkampf ist dann jetzt wieder mal für die nächsten 30 Jahre abgehakt, würde ich sagen. Und zwar mindestens. Oh Mann, oh Mann, oh Gott. Agatha die Puppe kotzt. Ja, ich würde mal sagen, wir schieben noch einen Nahkampf ein. Findet ihr doch bestimmt auch gut, wenn wir hier nicht nur so eine Viertelstunde vor uns hindatteln, sondern mal ein bisschen länger. So, dann Nahkampf in Afrika. Final Round. G.I. Joe wins. Ob so sein wird, schauen wir mal. Oder Jason Dux wins. Finish him. Aber das war wieder was ganz anderes. So, mal gucken, wer kommt jetzt? Storm Shadow. Didim. So, The Blowtorch. An den kann ich mich noch gut erinnern. So ein Flammenwerfer-Typ. Scarlet weiß ich nicht, bei den anderen weiß ich auch nicht. Ich nehme jetzt mal den mutmaßlichen Chef der G.I. Joe-Truppe. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Einfluss hat. Ich weiß nicht mehr, was der für eine Waffe hat. Ich weiß nicht mehr, wie schnell der ist. Schauen wir mal. Auswählen müsste ich ihn ja können. Ja. Turn the disc over. We want you to turn the disc over. Ohne das geht der Kampf verloren. Gut, da war ich schon mal erfolgreich. Wäre doch gelacht, wenn gleich im Nahkampf auch nicht auch. Und wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Spätestens danach muss ich meine Finger und meine Hände schonen. Man ist echt nichts mehr gewohnt. Aber denk mal, was früher Spielen noch harte Arbeit gewesen ist.
ganz ohne Cheats, viele Sachen gar nicht erklärt. Oder nicht so gut erklärt. Ich meine, gab ja schon immer mal Handbücher, manchmal sogar richtig, richtig fettige Handbücher. Oh weia, der ist aber schnell. Und da ist ein Hubschrauber, okay. Der Bomben abwirft, warte mal, ich darf mich nicht ablenken lassen. Na, jetzt hat die... Boah, hier mit Pfeil und Bogen. Der ist echt schnell. Aber mal so richtig schnell. Wenn ich jetzt Blowtorch genommen hätte, hier, da wäre ja ultra langsam gewesen. Pfeil macht nicht ganz so viel Schaden. Ach komm, der berechnet aber echt gut voraus, wo ich langlaufe. Ach Mensch. Beweg dich. Ich erwische immer diesen zusätzlichen Knopf hier. Und der Hubschrauber wirft auch sehr gezielt seine Bomben auf mich. Boah. Na komm. Schieß. Okay, er schießt auch. Ach, das sind unterschiedliche Hubschrauber. Okay. Jawohl, ich habe zumindest noch eine Chance. Ich garantiere euch, der läuft nicht so, wie ich das steuere. Oder es zumindest versuche. Okay, erwischt. Oh Mann. Ich laufe ihm genau rein. Ganz knapp gewonnen. Ja, ein toller Abschluss für dieses Retro angespielt von G.I. Joe, Real American Hero. So, natürlich nochmal hier die Diskette wechseln. Und nochmal erfolgreich bestätigt bekommen. Dass wir das ganz toll gemacht haben und wo wir zum Ende kommen, aber habe ich euch ja noch versprochen, euch zu erzählen, was ich vor gar nicht so allzu langer Zeit erfahren habe, ob es stimmt oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt, dass man irgendwann, wenn man eine ganze Weile gespielt hat, kommt eine Meldung, es sei gar nicht möglich, alle Gegner zu besiegen oder alle Gegner gleichzeitig gefangen zu nehmen oder gefangen zu halten und dass das Spiel deswegen endlos sei. Kann man erstmal so sacken lassen. Vielleicht gibt es ja nur eine ganz bestimmte Konstellation, wo das Spiel endlos wird. Glaube ich aber nicht. Vielleicht gab es auch gar nicht mehr genug Platz auf der Diskette, um irgendwie ein schönes Ende da rein zu zaubern oder man hatte einfach keins. Wenn da jemand eine Erfahrung hat, da würde ich mich natürlich auch sehr über eine Information freuen. So, wir lauschen noch ein kleines bisschen der Musik und gleich auch noch ein bisschen der Kartenmusik. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.